Die Zentralbanken kaufen Gold wie die Wilden. Sie haben das stärkste erste Quartal bei ihren Käufen abgeschlossen seit Beginn der Aufzeichnungen. Und da gehen wir mal der Frage nach, warum? Warum kaufen die so viel Gold und wofür brauchen die das überhaupt? Ich habe da ein paar interessante Thesen, die ich gleich mit euch gerne teilen will. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Video und heute wieder was für meine Goldfans. Ihr habt ja schon öfter nachgefragt, wann ich wieder über Gold sprechen kann und ich spreche natürlich nur dann über Gold oder über Themen, wenn es was Wichtiges gibt. Und was Wichtiges gibt es jetzt, denn die Zentralbanken, ich hatte es im Intro gesagt, drehen durch, könnte man sagen, die kaufen wie die Verrückten Gold und wir gehen jetzt auch mal der spannenden Frage nach, warum? Vorab aber, ich blende es euch mal ein, tragt euch mal ein für meinen neuesten Report. Liegt morgen früh bei euch gegen 7 Uhr im Postfach. Und dort habe ich mir mal die Top 10 der größten Goldminen angesehen. Ich habe mir die Bewertung angesehen und auch die langfristigen Aussichten. Wenn ihr also wissen wollt, welche Goldminen momentan am spannendsten sind für Investoren, dann holt euch den Report natürlich vollkommen kostenlos. Dann werden diese Fragen nämlich beantwortet. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Ihr kennt hoffentlich, wenn ihr meinen Kanal schon länger anseht, wenn nicht, lasst auch gerne ein Abo da, dann kennt ihr das World Gold Council. World Gold Council, ich habe schon mehrfach gesagt, ich sage es trotzdem noch für die, die neu dabei sind. Das World Gold Council ist eine Vereinigung von Analysten, gesponsert von Goldminen, welche den globalen Goldmarkt im Auge behält und auch entsprechende Daten und Fakten liefert, also Research, Reporte und auch Analyseberichte für Leute wie mich, die das gerne lesen. Und da gab es jetzt einen neuesten Report, der nennt sich Gold Demand Trends fürs erste Quartal. Und da wurde also mal analysiert, wie war denn so Angebot und Nachfrage im Verhältnis im ersten Quartal. Blende ich euch mal ein. Die Grafik stammt natürlich vom World Gold Council. Und ist eigentlich so für mich, wenn ich diese Berichte mal durchgucke, ja, dann kann man da natürlich, wenn man Bock hat, sich die ganzen 30, 40 Seiten durchlesen. Oftmals reicht es aber auch, wenn man sich auf den ersten Seiten so die Nachfrage-Angebotstabelle ansieht. Und da seht ihr schon, ich habe euch mal vier Kästchen eingezeichnet bei den Abschnitten Total Supply. Das ist oben das rote Kästchen. Das seht ihr im ersten Quartal diesen Jahres im Vergleich zum ersten Quartal des letzten Jahres ist das Gesamtangebot um 1% gestiegen. Wenn ihr dann nach unten geht zum grünen Kästchen, dann seht ihr hier Gold Demand als Zeile. Und das bedeutet, dass die Goldnachfrage im ersten Quartal diesen Jahres zum ersten Quartal des Vorjahres um 13% gefallen ist. Das ist schon mal ja, als Erstanalyse immer negativ, wenn es so einen starken Rückgang gab. Geschuldet ist dem, den verschiedenen Punkten, wenn ihr ein bisschen nach oben schaut, da seht ihr in der rechten Spalte so prozentuale Veränderungen mit Minus und Plus und ihr seht relativ viele Minuszeichen, weil zum Beispiel aus dem Technologiebereich die Nachfrage zurückging, aus dem Schmuckherstellungsbereich oder Herstellerbereich, aus dem Investmentbereich, da sehen wir einen deutlichen Rückgang. Also kurzum, im ersten Quartal dieses Jahres ging die Goldnachfrage zurück. Wenn man dann noch etwas unterhalb OTC and Other einberechnet, dann kommt er auf das gelbe oder orange Kästchen, dass also die Gesamtnachfrage um etwa, ja, müsste man sagen, 1% gewachsen ist. Aber die klassische Nachfrage, also aus dem Schmuckherstellungssektor, aus dem Technologiesektor und verschiedenen anderen Bereichen, ist gefallen. Aber unterm Strich ist die Nachfrage also noch leicht gewachsen. Es ist aber immer besser, wenn der obere Block, das grüne Kästchen, eher positiv ist, weil der untere Wert, der beruht auf Schätzwerten, auf Daten, die man nicht so richtig erheben kann. Also ich sehe es lieber, wenn das grüne Kästchen einen positiven Verlauf zeigt. So, das ist mal die eine Seite der Medaille. Man könnte die Analyse jetzt also abschließen und sagen, okay, Angebot hat sich ein bisschen was getan bei der Nachfrage, je nachdem, welche Werte man ranzieht, was nicht so positiv. Aber interessant ist, dass wenn ihr euch die ganzen Zahlen mal durchseht, seht ihr, dass ein Sektor, und das sind die Zentralbanken, deutliche Nachfragesteigerungen gesehen haben. Und zwar 176% Nachfragesteigerung im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal 2022. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum kaufen die Zentralbanken solche massiven Mengen an Gold? Vor allem vor dem Hintergrund, dass sie im letzten Jahr schon eine Rekordnachfrage von über 1000 Tonnen hatten. Also
1078 Tonnen an Gold wurden letztes Jahr netto durch die Zentralbanken dazugekauft. Und dieser Nachfragerekord hält weiter an. Ich blende euch noch eine Grafik ein. Das seht ihr mal aufgeschlüsselt die Nachfrage der Zentralbanken pro Quartal. Und ihr seht ganz rechts in dunkelgrün, das ist die aktuelle Quartalsnachfrage, die beläuft sich auf 278,4 Tonnen. Und das entspricht einer Steigerung von 176% zum ersten Quartal 2022. Interessant ist auch, dass der Rekord, das letzte Quartalsrekord, also im ersten Quartal, wurde 2013 geschaffen. Und dieser Rekord von 2013 wurde in diesem Jahr um ein Drittel übertroffen. Ihr seht also, die Zentralbanken meinen es ernst. Letztes Jahr über 1000 Tonnen gekauft, dieses Jahr schon wieder fast 230 Tonnen gekauft. Also ein Viertel der Menge vom letzten Jahr oder knapp ein Viertel der Menge vom letzten Jahr. Offenbar gibt es hier einen Trend unter Zentralbankern, dass die Nachfrage befeuert wird und Zentralbanken gerne Gold kaufen. Also müssen wir doch mal nachgucken, wer kauft denn da? Blende ich euch eine Grafik ein. In dieser Grafik seht ihr, wer im ersten Quartal so verrückt war oder so clever war. Wir werden es in ein paar Jahren sehen, um große Mengen an Gold zu kaufen. Und ihr seht, Singapur ist als Käufer wieder seit Jahren aufgetreten, hat fast 70 Tonnen Gold am Markt gekauft. China ist auch wieder offiziell am Markt tätig, inoffiziell garantiert schon seit vielen Jahren, aber auch offiziell ist China wieder am Markt tätig, hat im ersten Quartal gut 50 Tonnen, ja eher fast 60 Tonnen gekauft. Im Übrigen, in den letzten 6 Monaten hat China gut 4 Millionen Unzen an Gold aufgekauft, also 4 Millionen Unzen. Und das ist nur die offizielle Seite der Medaille. Türkei hat auch wieder 30 Tonnen Gold gekauft, Indien knapp 10 Tonnen. Dann sehen wir die Europäische Zentralbank, aber da muss ich schon mal Entwarnung geben für alle, die sagen, kauft die EZB jetzt Gold? Ist da was im Busch? Die EZB hat dieses Gold nur deswegen erhalten, weil Kroatien dem Euroraum beigetreten ist und dann wurde Gold von der kroatischen Zentralbank zur EZB umgebucht. Deswegen seht ihr hier bei der EZB eine kleine positive Veränderung im Goldbestand. Ihr seht aber auch unten bei Kroatien eine kleine negative Veränderung im Goldbestand. Also es war eher eine Umbuchung. Was auch interessant ist bei den Verkäuferländern, das haben wir so Kasachstan, Usbekistan. Muss ich aber auch dazu sagen, Kasachstan, Usbekistan sind hier ein Problem sui generis, könnte man sagen. Die kaufen viel aus der heimischen Goldproduktion und Goldherstellung auf und verkaufen auch mal wieder. Also die sind für eher so Zentralbanken, die auch ein bisschen im Goldhandel tätig sind. Also die würde ich jetzt nicht überbewerten. Die kaufen und verkaufen ständig eigentlich Gold. Russland, das sieht man auch, hat Gold verkauft, sind genau 6 Tonnen. Aber auch da würde ich sagen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht dem geschuldet, dass Russland unbedingt Geld braucht aus den Goldbeständen, denn 6 Tonnen haben aktuell einen Marktwert von 340 Millionen Euro. Ja, es ist Geld, keine Frage, aber es ist jetzt wahrscheinlich für den russischen Staat nicht unbedingt die große, ja, der große Dreh- und Angelpunkt, ob man jetzt 300 Millionen mehr hat oder weniger. Also ich könnte mir denken, dieses Gold wurde vielleicht verkauft, um Münzen zu produzieren oder Gedenkmünzen. Deswegen sehen wir auch teilweise die Deutsche Bundesbank, die kleine Bestände verkauft, um wieder Münzen dann drucken und prägen zu lassen. Also ich könnte mir denken, dass sowas bei Russland dahinter steckt. Der Riesengoldverkauf ist jetzt nicht unbedingt hier zu sehen. Und auch wenn man die russischen Zahlen vergleicht, hat Russland eher seine Goldbestände übers letzte Jahr hinweg ganz leicht sogar ausgebaut. Da gibt es neueste Daten. Also daher kann man wirklich nicht schließen aus Russland einen Geldbedarf und dass die Goldbestände verkauft werden. Aber was interessant ist, ist, dass wenn ihr schaut, wer denn Gold kauft, dann ist es euch aufgefallen, das sind eher Länder aus dem asiatischen Raum. Ehemalige, oder was heißt ehemalige, nach Finanzdefinition sind es Emerging Markets. Ist Indien, ist China, China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, als größte Volkswirtschaft der Welt, wenn man nach Kaufkraft rechnet, dann sind das immer noch nach klassischer Definition Schwellenländer. Sie wollen auch wahrscheinlich Schwellenländer bleiben, weil man dann viele Vergünstigungen bekommt im Handel, im Zoll oder auch entsprechend günstigere Kredite. Aber ihr seht schon so aus den klassischen Schwellenländern heraus, China, Indien, auch Singapur wird Gold gekauft. Und eher nicht aus den westlichen Ländern, sondern die westlichen Länder, die halten sich eher bedeckt. Die Goldbestände bleiben eigentlich in der Regel gleich, bis auf, ich hatte es gesagt, kleine Münzverkäufe mal, wie bei der Bundesbank. Aber große Nachfrage kommt schon aus China heraus, aus Indien heraus, aus Singapur heraus. Warum ist dem so? Erklärung ist, ja, muss ich ein bisschen ausholen. Bei Singapur sehe ich so, Singapur ist zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder aufgetreten.
Und Singapur versucht so den Spagat zwischen dem alten Westen und neuen Osten. Also Singapur zieht viel Geld gerade aus Hongkong an. Viele Milliardäre, Millionäre gehen nach Singapur, da wird viel investiert. Das wird so ein neuer riesiger, oder ich meine, Singapur ist schon ein Finanzhub, ein Finanzplatz. Ich war schon ein paar Mal dort, also das ist eine richtige Boomstadt. Aber dieser Finanzhub, wie man sagt, wird noch größer, weil Investoren Hongkong nicht mehr als so sicher achten, dann eher auch nach Singapur gehen. Und Singapur versucht aber gleichzeitig den Spagat zwischen ja, dem neuen Osten, zwischen China und auch dem alten Westen der USA hinzubekommen. Also es gibt zum Beispiel Militärmanöver, gibt es jetzt jüngst eine Meldung, dass Singapur mit China Militärmanöver macht, aber gleichzeitig schon mit USA weiterhin anbandelt. Also möglicherweise baut man seine Goldbestände aus dem Grund, weil man sagt, wenn dieser Spagat mal nicht mehr so richtig funktioniert, dann könnten wir auf der einen Seite vielleicht von USA eine Sanktion kassieren oder auf der anderen Seite von China. Und dann ist es nicht verkehrt, wenn wir Gold haben, eine nicht sanktionsfähige Währung, eine richtige Hartwährung, mit der wir dann weiter bestehen können. Also das ist so die Theorie, die ich dahinter habe. Bei Indien und China ist die Medaille oder ist die Seite eigentlich ja, klarer erkennbar der Medaille, warum die Gold kaufen. Weil sie natürlich weiterhin auch Geschäfte untereinander machen, Geschäfte mit Russland und auch Geschäfte mit Ländern, die jetzt der Westen und auch vor allem die USA nicht als so ja, angenehm ansehen, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch. Ihr habt vielleicht mitbekommen jüngst, dass die EU Sanktionspakete gegen China plant, weil China weiterhin Geschäfte mit Russland macht. Also muss man sich auch die Frage stellen, wie viele Sanktionen können wir als EU wirtschaftlich eigentlich überhaupt selbst noch ertragen? Also wann zerbrechen wir komplett? Aber China sieht das natürlich auch, sieht auch, wie der Dollar als Waffe gegen Russland eingesetzt wurde, wie also auch Russland abgeschnitten wurde von seinen eigenen Devisenreserven. Und deswegen baut China, also das sehen wir jetzt auch beschleunigt seit dem letzten Jahr, die Bestände an amerikanischen Staatsanleihen ab und die offiziellen Goldbestände aus. Wobei, ich hatte es in verschiedenen Videos schon gesagt, lasst da auch gerne ein Abo da, wenn ihr informiert werden wollt, dass China natürlich auch inoffiziell größere Mengen an Gold akkumuliert, weil sie sich natürlich durch eine Transaktionswährung wie Gold unabhängig machen, weil diese Währung, also Gold, in jede andere Währung getauscht werden kann und auch als eigene Währung natürlich verwendet werden kann. Und ähnlich ist es bei Indien. Indien macht große Geschäfte mit Russland. Jüngste neue Meldung, Indien und Russland konnten sich nicht einigen auf eine eigene Transaktionswährung. Sie wollen den Dollar nicht verwenden, weil sie dann US-Sanktionen unterliegen könnten. Die Russen wollen aber die indische Rupie nicht, die Inder wollen den russischen Rubel nicht, dann ist man ausgewichen, hat versucht, okay, nehmen wir den chinesischen Yuan, den wollen die Inder nicht, aus Konkurrenzgründen mit China, und dann hat man sich versucht zu einigen auf den ja, Dirham aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, den wollen die Russen nicht. Also kurzum, da ist aktuell im Handel eine Pattsituation. Ich bin gespannt, wie die gelöst wird, aber auch hier kann Gold natürlich dienen, weil man auch den Handel theoretisch in Gold abwickeln könnte. Also ihr seht, es ist extrem viel im Gange und ich würde fast so weit gehen, und ich werde in verschiedenen Videos noch drüber sprechen, aber lasst ihr mir mal vorher einen Kommentar da, so weit gehen, dass durch den russischen Einmarsch in der Ukraine und auch durch die westlichen Sanktionen gegen Russland und auch vor allem dadurch, dass der Dollar immer mehr als Waffe eingesetzt wird, dass also eine große Zentralbank auch von ihren eigenen Auslandsdevisenreserven jetzt aus Dollar oder Euro oder Franken abgeschnitten wurde, wir am Beginn stehen einer neuen, ja, der Geburtsstunde einer neuen Währungsordnung. Also immense Goldnachfrage, die sich beschleunigt hat im letzten Jahr seit diesen Sanktionen. Die Goldnachfrage hält offenbar an, wie wir anhand der jüngsten Daten sehen. Und das bedeutet, dass sich hier irgendwas hinter den Kulissen tut. Also das Gold meiner Meinung nach wird wichtiger werden. Deswegen habe ich auch aufs Video drauf geschrieben, Kursziel $3.000. Hatte ich erst in dem Video besprochen, kam von Bloomberg und einem Analysten. Und da muss ich sagen, das halte ich für realistischer denn je, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren also nochmal einen Sprung bei Gold nach oben sehen. Aber da wird natürlich auch unter Schwankungen gehen, weil es wird immer wieder versucht werden, Gold auszubremsen, dass die Rallye einfach ja, gebremst wird und nicht so schnell vonstatten geht wie aktuell. Aber die massive Nachfrage aus dem Zentralbankenbereich der nicht westlichen Länder, die sollte jedem doch einen Grund geben zum Nachdenken, ob man nicht sagt, okay, ein bisschen physisches Gold muss in ein Portfolio mit rein, für den Fall, dass Gold wirklich zumindest in Teilen der Welt, im Westen glaube ich da jetzt nichts dran, aber im neuen Osten, dass Gold eine viel größere Rolle spielt bei Transaktionen oder auch bei der Hinterlegung einer Währung. Also ich muss euch sagen, ich sehe das ganz fasziniert. Es wird noch einige Videos dazu geben. Also wenn ihr da interessiert seid, lasst gerne ein Abo da. Aber
Der Stellenwert von Gold nimmt wieder zu, wird zunehmend, wird ausgebaut. Und wir sehen hier auch den Beginn einer, zumindest den langsamen Beginn einer neuen Währungsordnung. Solche Prozesse gehen nie schnell. Also jeder, der darauf hofft und sagt, der Dollar ist am Ende in 2 Jahren, habe ich auch immer wieder gesagt, nein, da glaube ich nicht dran. Also es ist eher so ein Schneckenrennen. Es hat auch ewig gedauert, bis das britische Pfund Dominanz verloren hat und der Dollar vorne dabei war. Aber jetzt sehen wir schon seit einigen Jahren hier einen Prozess, dass der Dollar abnimmt, dass andere Währungen zunehmen. Wir sehen, dass Gold massiv auch zunimmt, die Nachfrage, und da tut sich was. Und das müssen wir als Anleger natürlich im Auge behalten und auch entsprechend aufstellen, weil es verschiedene Blöcke geben wird wahrscheinlich in Zukunft, und da kann man nur dabei sein, wenn man entsprechend breit aufgestellt ist und nicht nur sein Geld im alten Westen investiert, aber auch nicht nur im neuen Osten. Wir wissen nicht, wer der Gewinner sein wird, aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Gold im Stellenwert also deutlich zunehmen wird und dass die Nachfrage seitens der Zentralbanken, die ja langfristige Anleger sind, und mal abgesehen von Usbekistan und Kasachstan, die als Goldhändler ein bisschen auftreten, sind Zentralbanken langfristige Eigner und Käufer. Das heißt, das Gold, was die vom Markt wegnehmen, ist auch erstmal weg. Und genau da wird es spannend, und da sehe ich also einen großen Grund, dass der Goldpreis auch wirklich prosperieren wird, aber unter Schwankungen. So, jetzt habe ich aber genug gesagt. Jetzt seid ihr dran mit euren Kommentaren. Ist meine These, ist da was dran? Bin ich komplett auf dem Holzweg oder bin ich auf dem Goldweg? Wir werden sehen. Also lasst mir da gerne ein paar Kommentare da und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr seht mich hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann!